Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Workshop von Dream IT. Ich bin ja zertifizierter und hauptberuflicher AWS-Trainer und in meinen, insbesondere in den Einführungsseminaren, kommt natürlich immer das Thema Sicherheit zuerst auf den Plan. Sicherheit in der Cloud hat natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Ich möchte auch hier in dem Zusammenhang nur den einen Aspekt herausgreifen, wie man sich eigentlich an im EC2 laufenden Instanzen direkt verbinden kann, dass das nämlich nur mit einem Public Key geht. Es unterscheidet sich etwas, ob es sich um Linux oder Windows Instanzen handelt. Aber das hat natürlich entscheidenden Einfluss auch auf die Frage, wie sicher ist denn eigentlich die Cloud? Da bestehen ja gerade in Deutschland immer noch merkwürdige Ansichten und manchmal auch berechtigte Zweifel. Ich möchte nochmal, was in diesen offiziellen Kursen eben oft vorkommt, das ist diese Folie mit dem Shared Responsibility Modell. Das nur ganz kurz, dann gehen wir auch schon in die Praxis. Wichtig ist diese Linie hier, die quasi die Kante oder die Oberkante zum Hypervisor definiert. Und diese Folie sagt eigentlich nur eigentlich aus, alles was orange ist, ja, liegt in der Verantwortung von AWS und liegt auch im Kontrollbereich von AWS. Das heißt, sie kontrollieren und steuern und überwachen und verwalten ihre eigene Infrastruktur und sorgen eben dafür, durch Ausspielen von Patches zum Beispiel auf den Hypervisor-Maschinen, durch Intrusion Detection, durch DDoS-Erkennungstools, dass die ganze Chose hier in dem orangen Bereich sicher ist. Was aber ebenso oft verdrängt wird, ist, das, was hier blau ist, wäre, wenn es sich um eine virtuelle Maschine handelt und nur dann. Alles andere, was höher angesiedelte, sogenannte verwaltete Dienste betrifft, sieht das vielleicht anders aus. Aber bei virtuellen Maschinen ist es so, das Blaue ist der Bereich, um das ihr euch oder dass sich der Kunde kümmern muss, genauso wie bei einem physischen oder Server oder einem virtuellen Server im eigenen Rechenzentrum. Das heißt, man müsst sich um sein Betriebssystem kümmern, dass das immer auf dem aktuellen Patch-Level ist. Man muss sich gegebenenfalls um Verschlüsselung kümmern. Man muss sich um das Identity und Access Management kümmern. Das tut AWS nicht und das kann AWS auch nicht. Nämlich aus dem Grunde, dass der Zugriff auf EC2-Instanzen, gesetzt dem Fall, sie sind überhaupt über eine Internetroute erreichbar, das müssten sie ja nicht. Ja. Also nur wenn sie in einem öffentlichen Subnetz stehen, sind sie überhaupt über eine öffentliche Route erreichbar und haben auch eine öffentliche IP-Adresse. Dann ist der Zugriff auf EC2-Instanzen aber nur über einen bestimmten User, der in dem entsprechenden öffentlichen IMA dafür definiert ist und einen Public Key möglich und definiert. Und dieser Key, der wird im Zuge der Erstellung einer EC2-Instanz vom Kunden erzeugt oder er bringt seinen eigenen Key von vornherein mit und den privaten Teil des Keys muss man sich beim Erstellen der Instanz herunterladen und den behält AWS nicht. Das heißt, AWS hat auch keine Chance, hier irgendwo hineinzuschauen, selbst wenn man bei der Erstellung des Public Keys die Methode wählt, dass man den Key, Public Key den Pair von AWS generieren lässt und sich den privaten Teil runterlädt. Ja, dann liegt der Root of Trust natürlich irgendwo bei AWS, aber man könnte ja auch von vornherein sagen, ich habe einen eigenen Key und möchte den verwenden. Ja, das ist an der Stelle, ich stelle einfach nochmal eine Instanz zur Verfügung. Und wir nehmen jetzt mal beides, also wir probieren das Ganze mal einmal mit Linux-Maschinen und einmal mit Windows-Maschinen. In dem Fall hier eine Windows-Maschine. Und ich sorge einfach dafür, dass die in ein öffentliches Subnetz kommt. Wenn man diese Default-VPC verwendet, ist das auch gar nicht anders möglich. Ich sorge dafür, dass diese Maschine eine öffentliche IP-Adresse bekommt, damit wir uns eben verbinden können. Bootstrapping lassen wir mal ganz weg. Ja, wir installieren einfach nur das Basisbetriebssystem, wie es in den zugrunde liegenden AMI definiert ist. Wir nehmen hier Standard-Storage, wir taggen das auch nicht. Wir nehmen die Standard-Sicherheitsgruppe, die komplett offen ist. Und dann kommen wir an die Stelle, dass wir dieses öffentliche Key-Pair hier entweder haben müssen, ja, Choose Existing Pair, oder wir lassen es an der Stelle erzeugen. Ja, dann nehmen wir das jetzt mal Demo Key 5, weil die Demo habe ich schon öfter gemacht.
und laden dieses Key Pair runter. Und man sieht jetzt hier, wird tatsächlich der PAM hier runtergeladen. Das ist der private Teil. Und den behält Amazon nicht. Und dann kann ich diese Instance launchen. Ja? Jetzt gehe ich nochmal, gehe ich mal zurück in meine EC2-Konsole. Ja, und zeigen wir mal die laufenden Instanzen an. Jetzt sieht man, diese Instanz wird gerade gelauncht. Ja. Und wenn ich jetzt mal eine vorhandene Instanz nehme, aus unserer letzten Demo haben wir hier noch die Load Balancer Demo Frankfurt. Nehmen wir mal den hier. Dann sieht man in den Details der Instanz-Metadaten, mit welchem Key diese Instanz erzeugt wurde. Nämlich hier mit dem Drilling 1. Das heißt, ich muss, wenn ich mich mit dieser Instanz nachher verbinden will, muss ich diesen Key haben. Sonst no chance. Ich kann den jetzt auch nicht mehr ändern an der Stelle. Wenn ich dieselbe Instanz mit einem anderen Key verknüpfen möchte, ja, dann muss ich einen Snapshot machen, beziehungsweise muss ein eigenes AMI erzeugen und aus dem AMI dann eine neue Instanz instanzieren. Das können wir zum Test auch mal machen. Ja, und dann sieht man nämlich auch den regulären Weg, wie man außer im Launch-Assistenten direkt, ja, on the fly, Keys erzeugen kann. Kann man das natürlich hier tun, an dieser Stelle. Ja, das ist der Demo-Key 5, den wir gerade erzeugt haben. Wir können auch an dieser Stelle mal einen neuen Key direkt erzeugen. Und auch hier sieht man dann, ja, der PAM wird direkt runtergeladen. Ja, den behält AWS nicht. Der ist schon assoziiert hier, der 5er. Den haben wir gerade verwendet für das Launchen der Instanz. Ich kann den natürlich mehrfach verwenden, das ist gar keine Frage. Aber ich kann ihn nachträglich nicht ändern. Das heißt, wenn ich jetzt diese Instanz, die den Demo-Key die den Drilling 1 verwendet. Wir hatten uns verständigt, wir wollten hier mal diesen Load Balancer Demo Frankfurt 1a verwenden. Den starten wir jetzt auch mal, damit wir was zu demonstrieren haben. Nicht launchen, Entschuldigung. Den starten wir jetzt auch mal. Dieser war's. Wir starten jetzt mal diese Instanz. Aber mal angenommen, ich würde diese Instanz gerne mit anderen Key assoziieren, dann geht das nicht. Ja. Der einzige Weg, den ich dazu habe, wäre, ich würde jetzt aus diesem virtuellen Server ein neues Image machen. Ja. Kann ich jetzt noch nicht tun, weil der noch im Launch befindlich ist. Ich nehme einfach mal einen weiteren, ja, den zweiten hier. Den hatten wir auch im letzten Demo hier verwendet. Da gucken wir mal gerade, welcher Key Pair aktuell assoziiert ist. Auch der Drilling 1. Dann würde ich mal sagen, ich mache ein Image. Ja. Army für Load Balancer. Und aus diesem selbstgemachten AMI, ja, da können wir dann eine neue Instanz instanzieren und beim Instanzieren der neuen Instanz dann einen anderen Key wählen. Jetzt nochmal zu der Anmeldegeschichte. Ich habe mal hier die Handbuchseite für EC2 aufgemacht. Das ist hier die Portalseite dazu. Das ist das Handbuch für Linux-Instanzen. Und dann habe ich mich mal reingearbeitet hier in die Geschichte mit den Keys. So, wie man Schlüsselpaare erstellt, ja, wozu die verwendet werden, wo der Keystore sich befindet im Versteckverzeichnis.ssh, wie man das auch von Linux-Instanzen kennt. Und hier habe ich nochmal aufgemacht, dass Sie mir glauben können, Amazon Linux, das gilt aber auch für andere Linuxe, die ich in AWS starten kann, kennt standardmäßig keinen Root-Ferngriff über SSH. Ja? Es ist überhaupt kein Root, kein Ferngriff-Zugriff mit einem Root-Account möglich. Ja? Auch die Passwort-Authentifizierung ist deaktiviert bei Amazon Linux. Bei anderen Linuxen, die auf anderen AMIs basieren, kann das anders sein. Das ist im AMI definiert, um keine Brute-Force-Angriffe möglich zu machen. Man kann sich bei Amazon Linux nur über SSH anmelden mit einem speziellen User, nämlich dem EC2-User. Das ist das einzige Konto, das
einen SSH-Fernzugriff möglich macht. Ja. Das Kunde verfügt auch über Sudo-Berechtigung, allerdings nicht mit Passwort, sondern nur mit dem Key-Pair. Das ist so in dem AMI definiert. Bei Windows-Instanzen sieht es ähnlich, aber ein bisschen anders aus. Das zeige ich dann gleich noch. Und nur, wenn Sie eigene AMIs erzeugen. Ja, dann können Sie auch weitere Konten natürlich anlegen, gegebenenfalls auch ein Root-Konto, wenn Sie das haben wollen. Und wenn die Instanz in einem privaten Subnet steht und Sie den Zugriff nur über VPN oder über den Jump-Host herstellen, ist das auch alles legitim. Aber bei diesen Standard-AMIs, die MS zur Verfügung stellt, ist das so. Ja? Und deswegen wollen wir jetzt mal noch mal kurz ausprobieren, weil das ist auch eine Frage, die in meinen Einführungskursen immer wieder hochkommt und wo immer noch oft Missverständnisse bestehen. Wie verbinden wir uns auf eine Linux-Maschine? Wie verbinden wir uns auf eine Windows-Maschine? So, die Windows-Maschine ist jetzt fertig. Da geben wir auch gerade noch einen Namen. Windows-Test, damit wir uns einfach hier orientieren können. Wir fangen aber mal an mit der zuerst gestarteten Linux-Maschine. Das ist diese hier. Ja. Da haben wir ja gesagt, wir verwenden keinen neuen Key. Das mit dem neuen Key wollte ich ja nur zeigen, damit Sie sehen können, dass der Root of Trust auch beim Nutzer selbst liegt, ne, wenn er den Key nämlich selbst zur Verfügung stellt. Hier habe ich diesen Key per assoziiert, also muss ich den auch verwenden, um mich auf diese Instanz verbinden zu können. Das wollen wir jetzt mal tun. Ich befinde mich hier für diese Demo an einer Windows-Maschine. Das bedeutet, ich habe augenblicklich nur die Möglichkeit, mich über PuTTY oder einen anderen SSH-Client. Ich habe hier noch alternativ mal den Bitwise SSH-Client. Beide kann man auf putty.org hier runterladen, auf die Instanz verbinden. Ja. Ich mache das mal erst mit PuTTY und dann dem alternativ nochmal mit dem Bitwise-Client. Dazu brauchen wir zunächst mal die öffentliche IP-Adresse und es muss vorausgesetzt sein, dass diese Instanz von der Route her überhaupt erreichbar ist. Das heißt, sie muss in einem öffentlichen Subnetz stehen. Das tut sie, weil wir in der Default VPC deployed haben und die Default VPC stellt nur öffentliche Subnetze zur Verfügung. Und die Sicherheitsgruppe, die Security Group, die muss eingehenden Traffic auf Port 22 erlauben. Ich hätte auch die Default Security Group nehmen können, die ist komplett auf. Ja. Der erlaubt mir jetzt, also diese Sicherheitsgruppe ist im Augenblick assoziiert bei dieser Maschine, die habe ich selbst erstellt. Bei der Windows-Maschine haben wir die Default Security Group genommen, das kann ich auch demonstrieren. Die hat 3389 auf für RDP. Bleiben wir hier dabei, es stimmt, also mit der Route stimmt es und mit der Security Group passt es auch, dass wir uns hier per SSH verbinden können. Also holen wir uns unseren PuTTY und geben erstmal das Ziel ein. Ja, das ist diese IP-Adresse. Wir wissen schon, der einzig existierende User auf einem Amazon Linux AMI ist der EC2-User, also können wir den auch gleich mitgeben, gefolgt von einem Add. Dann muss die Anmeldung gar nicht interaktiv erfolgen. Was jetzt noch fehlt, ist das Key-Pair. Ja, ich hätte dieses Drilling 1 PEM, habe ich in der Vergangenheit irgendwann mal heruntergeladen. Und PuTTY versteht aber keine PEM-Keys. PuTTY hat ein eigenes Schlüsselformat, das ist das PPK. Und es gibt ein weiteres Tool, das ist der PuTTY-Key-Generator, mit dem man einen vorhandenen PEM in ein PPK konvertieren kann. Ja? Also ich würde jetzt einen privaten Key hier importieren. Ja? Ich habe das natürlich schon gemacht. Man sieht, hier gibt es schon PPKs, aber ursprünglich war das mal hier der PEM. Ja? Und dann habe ich, dann konnte ich sagen Self-Private Key, ja? Und habe den Private Key als PPK gesichert. Ja? Er liegt also jetzt als PPK vor und deswegen kann ich im PuTTY jetzt auf den Knoten SSH hier gehen oder SSH, dann auf den Knoten AUS, ja, und dann kann ich den mit der Browse-Schaltfläche den entsprechenden privaten Key angeben. Den suche ich jetzt mal gerade raus. So, das ist der
Drilling 1 PBK, da ist er. Und jetzt ist eine Verbindung möglich. Ich sehe, ich bekomme hier den, Fingerprint angezeigt und kann dann sagen ja. Und da ich vorher schon den User mitgegeben habe, bin ich jetzt als EC2-User at IP, das ist die öffentliche IP der Instanz, verbunden. Die öffentliche IP, die Instanz eben über den AWS-internen NAT-Router erhält. Die private IP, die ist auf der Instanz konfiguriert, das sehen wir hier. Das ist die 172.31.50.108 und die sehen wir entsprechend auch hier. Da ist sie. Ja. Das ist die tatsächlich auf dem Interface konfigurierte Adresse. Machen wir nochmal den Alternativversuch mit Bitwise. Das wollen wir auch noch gerade tun. Wir beenden jetzt mal die Party-Session und nehmen mal nochmal diesen Client. Funktioniert genauso einfach. Hier muss man nur wissen, man muss den Client-Key im Client-Key-Manager bereitstellen. Auch Bitwise hätte ein eigenes Format. Bitwise versteht aber PPKs. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Import klicken und kann dann einen PPK angeben, den ich bereits erzeugt habe eben. So, dann wir müssen nur in der Tileselector-Box für den Bitwise Client hier von Bitwise auf Putty umstellen und dann nehmen wir hier den Drilling 1 und importieren den. Ja? Der ist jetzt importiert worden und steht im Client Key Manager unter der Location Global 4 zur Verfügung. Den kann ich jetzt schließen, kann dann hier einstellen den User, kann an Authentifizierungsmethode Public Key einstellen. Normalerweise steht hier Passwort, also ich stelle hier Public Key ein und wähle als Client Key jetzt den Global 4 und sage dann Login und bekommen dann ebenfalls die Verbindung. Ja, das kann nicht gehen, sorry. Wir haben die IP-Adresse gar nicht korrekt eingetragen. Ja, das müssen wir noch nachtragen. Das ist natürlich die öffentliche IP. Holen das also nochmal nach. So, der Global 4, der stimmt aber. Und das Schöne an Bitwise Client, deswegen demonstriere ich den, wie man schon sieht. Er liefert neben der interaktiven Shell, welches diese hier ist, ja, liefert er automatisch einen SFTP-Client mit. Ja, das ist dieser hier. Und der gibt einem die einfache Möglichkeit, sich einfach mal über die, auf eine ganz einfache Weise, mal auf so einer EC2-Instanz zu bewegen. Und man sieht hier, das sieht dann auch nicht anders aus als auf einem gewöhnlichen Linux. Ne? Es gibt eben im Verzeichnis Home, gibt es tatsächlich auf Amazon Linux per Default nur den EC2-User. Und hier ist der EC2-User und hier ist sein Keystore, sein Verzeichnis.ssh, wo dann auch die Datei Authorized Keys zu finden ist, wie bei jedem anderen Linux auch. Gut, fehlt noch, was wollten wir noch tun? Wir wollten noch eine neue Instanz erzeugen und diese mit einem neuen Key assoziieren. Dazu haben wir uns extra ein MI erstellt und wir haben uns zuvor ein neues Key Pair erstellt. Das ist das Demo Key 6. Jetzt können wir unsere eigenen MIs anschauen. Die liegen hier. Wenn ich das mal hier aufziehe, das ist das MI, das wir gerade erzeugt haben und können auf Basis dieses EMIs eine neue Instanz erzeugen, indem wir hier auf Launch klicken und dann wie üblich wieder ein Subnet auswählen, eine Public IP auswählen, Storage auswählen, einen Namen vergeben, eine Sicherheitsgruppe für RDP in dem Fall und jetzt beim Launch eben sagen Existing Key Pair und dann den Demo Key 6 auswählen und dann bestätigen,
dass wir diesen Demo Key 6 aber tatsächlich auch heruntergeladen haben. Okay. Das gleiche wollten wir ja nochmal tun mit der zweiten Linux-Maschine, damit man auch sieht, dass der Key natürlich mehrfach verwendbar ist. Wir haben ja noch hier unseren, also hier lädt jetzt gerade der neue Windows-Server. Also nennen wir den mal Windows Test 2, der einen anderen Key verwendet. Und jetzt nehmen wir nochmal unseren diesen hier, ja, die zweite Maschine. Und diese wollten wir ja noch, also diese könnten wir jetzt ebenfalls, aus dieser könnten wir jetzt ebenfalls ein AMI generieren und mit diesem AMI dann eine neue Instanz mit einem neuen Key bereitstellen. Okay. Jetzt wollten wir uns, fehlt noch, sich anzuschauen, wie denn eigentlich eine Verbindung auf eine Windows-Maschine erfolgt. Wir haben hier diese Windows-Maschine Test. Da ist ja noch der Key Demo Key 5 assoziiert. Ja. Und bei Windows-Instanzen verhält sich das jetzt ein bisschen anders. Hier ist es nämlich so, dass die Verbindung, wie man das auch in der Sicherheitsgruppe erkennen kann, nur über RDP erfolgen kann. Ja. Wir sehen hier an den eingehenden Regeln, dass 3389 erfolgt. Und auch das geht nur über Public Key. Das heißt, es wird generisch ein Passwort für den Administrator-User für RDP erzeugt und mit dem PEM verschlüsselt. Ich hoffe, das war verständlich, was ich da gesagt habe. Also, ich markiere die Windows-Maschine, klicke auf Connect, sage Get Password und jetzt fragt er mich, okay, dann gib du mir einen Key. Ja? Und jetzt gebe ich ihm meinen PEM an. Das werde ich jetzt gerade tun. Der ist ja der Demo Key 5. Den haben wir gerade generiert. Der befindet sich demzufolge noch im Download-Verzeichnis von Windows. So, hier also der Demo Key 5. Hier kann es ruhig oder muss es sogar der PEM bleiben, hier wird kein PPK benötigt. Und mit diesem Demo Key 5.PEM kann ich dann das generisch generierte Administrator-Passwort entschlüsseln, indem ich auf Decrypt Passwort klicke. Dann bekomme ich dieses Passwort hier. Ja. Dies kann man sich jetzt irgendwo merken. Ja, das schreibe ich mir jetzt einfach mal in den Editor. So. Packe ich mir hier hin, ja, da habe ich es mir gemerkt und schließe das Ganze hier. Und was brauchen wir jetzt? Naja, jetzt brauchen wir eine RDP-Verbindung. So, dazu muss man jetzt wissen, ich melde mich ja an einer Windows-Maschine in einem öffentlichen Subnetz an. Auch dazu brauchen wir erstmal die Public IP. Das ist diese da. Und der Benutzername ist jetzt Administrator. Ich brauche den Slash davor, weil wir ja keine Domäne haben. Und sofern eine Route zu dieser Maschine existiert, und das tut sie, können wir jetzt das eben gespeicherte Passwort genau an dieser Stelle verwenden. Ja, und voilà, wir sind auf unserem neuen Windows-Server mit GUI in der EC2 Cloud. Ja, okay, der passt jetzt gerade nicht mehr ganz in unser Aufnahmefenster. Ich werde es mal ein bisschen verkleinern. Ja, das sollte jetzt bekannt sein. Das waren jetzt drei Methoden, sich auf laufenden EC2-Instanzen zu verbinden. Einmal Linux, zweimal Linux, ja, einmal mit vorhandenem PEM, einmal mit neuem PEM, beziehungsweise PPK,
einmal mit PuTTY, einmal mit Bitwise SSH und jetzt in der dritten Demo mit RDP auf eine Linux, auf eine Windows-Instanz mit einem Passwort, was generisch erzeugt für den Administrator, aber mit einem Public Key verschlüsselt wurde. Ich hoffe, damit war die Geschichte EC2-Instanzen verbinden zu EC2-Instanzen etwas klarer geworden. Mehr Details dazu in meinen öffentlichen AWS-Kursen. Hintergrund dieser Demo war aber auch nochmal die Sinne dafür zu schärfen, wie sicher die Geschichte eigentlich ist. Ja, dass man sich dort wirklich keine Gedanken machen kann. AWS greift zwar auf ihre Metadaten zu, müssen sie auch, aber kann nicht an die Instanzdaten heran. Und ganz abgesehen davon, dass die AWS-Rechenzentren dort, wo die Instanzen letztendlich laufen, auf die nur höchstmöglichen Level, was die Point-in-Time-Zertifikate, Zertifizierung und Audits angeht, betrieben werden, auf jeden Fall auf einem höheren Level als 80% der Kunden das in ihren eigenen Rechenzentren tun können. Ich bedanke mich und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!